Hey Leute, willkommen zu einem neuen Game, und zwar zu Five Nights at Freddy's Simulator. Dieses Game ist von Obsidius, den gleichen Typen, der auch Baldi's Unreal Basics gemacht hat. Und das ist jetzt vor kurzem einfach so rausgehauen, die erste Version, und ich dachte, ich nehme das einfach auf. Habe ich dann auch getan. Hat sich herausgestellt, dass in der ersten Version einfach du noch gar nichts machen kannst. Du läufst einfach halt nur rum und das war's, mehr kannst du nichts machen. Wie ist jetzt Version 1.0.1 draußen? Und es lohnt sich auch wirklich ein Video zu machen, weil er hat gesagt, dass jetzt hinzugefügt wurde, dass du eine Night Guard erschrecken kannst. Also, kurz gesagt, in dem Spiel spielst du die Animatronics, die man normalerweise nie spielt. Das heißt, du spielst jetzt hier wahrscheinlich Freddy und hast die Chancen, den Night Guard zu erschrecken, was man normalerweise ja in FNAF eigentlich andersrum erlebt. Und es ist auch möglich, später mal, glaube ich, andere Charaktere zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt schon andere spielen kann, aber ja, das ist so das Game. Sonst weiß ich eigentlich auch nicht viel mehr. Ah, man kann auch Bonnie spielen. Und es wird auch später noch andere Games geben, außer FNAF 1. Aber FNAF ist jetzt der erste Teil zumindest schon mal drin. Wird wahrscheinlich wieder etwas sein, was so mehrere Projekte haben wird. So, aber hier, wir sind jetzt Freddy und können hier uns ein bisschen durchgucken. In der Pizzeria, was man hier so hat. Und links steht dran, wer wir sind. Awareness. Ist, glaube ich, damit gemeint, wiefern der Night Guard weiß, wie sehr wir existieren oder so, keine Ahnung. Noise ist, glaube ich, selbsterklärend. Und ja, ich schätze mal, jetzt ist das Ziel, einfach den Night Guard zu bekommen, bevor 6 Uhr morgens ist. Was Lullaby unten rechts ist, weiß ich aber auch noch nicht, ne? Ich zeige euch nur ein bisschen die Gegend hier. Hier haben wir so die paar Tische, dann da war dieser Gang. Ich habe keine Ahnung, wofür der sein wird. Bisher ist da noch nichts. Okay, es ist offen. Got him! Ich weiß jetzt nicht, warum wir den Jumpscare bekommen haben. Aber wir haben gewonnen! Hooray! Wow, okay. Ja, das war's jetzt. Ist auch, glaube ich, noch recht einfach. Es ist wahrscheinlich auch immer nur erste Nacht, oder? Ich weiß gerade nicht. Wir probieren mal Barney. Den kenne ich jetzt auch noch nicht, was bei dem jetzt anders ist. Oh, das sieht jetzt alles in anderen Farben. Alles klar. Rock on! Ah, der hat nicht Lullaby, sondern Rock on. Bei Lullaby war es so, dass die Awareness runtergegangen ist, wenn man es eingesetzt hat. Was es aber bringt, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wofür das Grüne und Rote hier steht jetzt. You were seen back to the dining area. Ah, okay, alles klar. Ja, einfach mal Rock on jetzt einfach mal ausgelöst. Ich weiß aber nicht, was das jetzt gebracht hat. You were seen? Ja. Bringt doch nichts. Wenn ihr mich sieht, dann mache ich. Hä? Warum soll ich dann zurück teleportiert werden? Leute, ich weiß, in FNAF ist es so, dass er eigentlich die Tür zumachen muss und dann gehe ich zurück. Aber wenn ihr mich nicht sieht. Okay, guck her. Es ist zu schiert. Hat aufgemacht, der Idiot. Gewonnen, okay. Das war weird. Weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt alles ist, was man hier machen kann. Es gibt hier noch The Band, keine Ahnung, was das ist. Ah, das beschreibt die Charaktere, okay. Freddy Fazbear, press C to lower your awareness faster. Awareness faster and move a little faster. Ah, ich bin mir gar nicht aufgefallen, dass man schneller läuft dann. And press C to play the guitar and make electronics malfunction. Ah, kann er wahrscheinlich die Tür nicht mehr einsetzen oder sowas? Ich weiß es nicht. I don't know. Options gibt's, glaube ich, nichts, ne? Not ready yet, ja. Gucken wir uns noch mal ein bisschen die Gegend an. Aber sonst gibt's bisher noch nicht viel, aber ich würde vielleicht ein bisschen Updates dazu geben. Aber halt in Zukunft wahrscheinlich eher auf Twitch und statt hier auf YouTube. Aber mal schauen. Also, hier hat man einen leeren Raum, keine Ahnung warum. So, ein bisschen unnötig. Aber ich schätze mal einfach mal, dass er einfach dieses Grundgerüst erstmal gebaut hat von dem Level hier und dann später Sachen hinzufügen wird mit dem Updates. Noch ein schönes Plakat. Hier sollte er normalerweise eigentlich Foxy sein wahrscheinlich, aber er hat schon gesagt, dass er Foxy wahrscheinlich nicht dran nehmen wird. Also, beziehungsweise, er hat das nicht gesagt, er hat gesagt, dass wahrscheinlich die zu spielenden Charaktere in FNAF 1 Freddy, Bonnie und Chica sein werden. Und Foxy ist halt nicht erwähnt worden. Darum gehe ich mal davon aus, dass er halt nicht dabei ist. Ich weiß nicht, wofür diese Räume stehen. Aber jetzt kann ich Lullaby machen, Awareness geht runter, jetzt rechnet er nicht mit mir. Tatsache, man läuft schneller. Ja, aber das ist in der ersten Version, in der, die ich gespielt hatte, das nicht so war. Versuchen wir den noch einmal zu scannen und ja, das war eigentlich ein ziemlich kurzes Video. Aber ich dachte, ich zeige es euch einfach mal, was gerade so neu ist.
Mal auf. Schaut es jetzt nicht, das aufzumachen, oder? Ah, er hat's aufgemacht. Moin. You were seen. Aber ich hab gerade noch bekommen. Ich verstehe nicht, warum wir den Jumpscare bekommen. Macht gar keinen Sinn. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum da ein Endoskeleton ist und nicht ein Night Guard, der hat geschrieben, das liegt daran, dass die Animatronics die Menschen gar nicht als Lebewesen halt ansehen können und denken, das wäre einfach nur so ein Endoskeleton ohne halt so ein Kostüm, ne? So wie die... Das ist halt auch so. Nur halt mit Kostüm. Ja, ne? Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Kurz und knackig, glaube ich mal. Und ich hoffe, ihr freut euch auf spätere Updates. Ihr könnt das abchecken in der Videobeschreibung, habe ich wahrscheinlich verlinkt, wenn ich, falls ich es nicht vergessen habe. Wir sehen uns einfach in zukünftigen Streams, ne? Mal schauen. Bye bye, Leute.